Hallo, hier ist euer Let's Play Funchfun und ich spiele heute einen Klassiker aus der alten guten DOS-Zeit. DikDok Streetbuster. Das ist eine Art Spiel, eine Simulation sozusagen vom Moment. Das müsste hier stehen, wenn wir mal starten. Das Spiel ist vom Deutschen Verkehrssicherheitsrates e.V. und der Gewerblichen Berufsgenossenschaften. Es ist eigentlich ganz simpel. Ich könnte ja mal die Spielerklärung zeigen. Im Comic veranstalten Bello, Haro und Fistel ein Autorennen. Haro und Fistel treten gegeneinander an. Sie sind schon unterwegs zum Startplatz. Das Rennen beginnt in 10 Minuten. Ziel dieses Spiels ist es, vor dem Start des DikDok-Rennens den Startplatz zu erreichen und dort dein Auto auf dem Parkplatz abzustellen. Das ist die Karosserie deines Wagens. Bevor die Fahrt beginnt, musst du zuerst dein Auto vervollständigen. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Motoren, Reifen, Scheinwerfern, Auspuffen und Spoilern. Obwohl ich nichts davon halte, aber mal gucken. Danach kann die Fahrt beginnen. Es führen drei verschiedene Strecken zum Ziel. Die Strecken haben den gleichen Schwierigkeitsgrad, sind aber unterschiedlich lang. Welche Strecken du beim ersten Spieldurchgang wählst, ist Glückssache. Mit der Zeit wirst du aber die kürzeste Strecke herausfinden. Während der Fahrt musst du alle Verkehrsregeln beachten. Bei jedem Fehler bekommst du 10 Sekunden zu deiner Fahrzeit hinzugerechnet. Okay, das wusste ich noch nicht. Deinen Zeitverlust kannst du dir durch ein Zusatzspiel wieder ausgleichen. Nach einem Fehler musst du deinen Wagen mit Enter neu starten. Du hast maximal 10 Minuten Zeit, danach wird das Spiel automatisch abgebrochen. So, jetzt tunen wir mal unseren Wagen. Das ist Need for Speed 98 oder 95. Ne, 94, das Spiel kam 94 raus. Ist eine Art Werbespiel, könnte man sagen. Ich nehme mal super breit Reifen. Und mal Sidepipes. Sieht nicht schlecht aus. Nehmen dann noch Zusatz. Front- und Heckspoiler. Yeah, jetzt ist es Pimp My Ride so richtig gepimpt. Und jetzt geht's auch los mit der wilden Fahrt. So. Ich habe den Ton hier ausgemacht, weil, sagen wir es mal so, die Geräusche sind nicht unbedingt angenehm. Nicht erträglich. Und naja, man kann auch ohne. So, ich hätte da nach oben fahren können oder weiterfahren können. Und jetzt denke ich, fahre ich da nach oben. Es ist eigentlich ganz simpel. Okay, jetzt war ein kleiner Fehler drin. Es ist sehr simpel, das Spiel. Du fährst einfach. Nee, man fährt einfach. Man fährt einfach zu einer Parkstelle. Parkt dort sein Auto und boah, das war knapp. Man muss halt die Verkehrsregeln beachten. Man kann schneller fahren, man kann langsamer fahren. Okay, das war jetzt knapp. Hier darf ich auch nicht zu schnell fahren, oder? Na doch, ich kann schon schnell fahren, aber hier muss ich warten, bis die eine da durch ist. So. Ich kann auch natürlich rasen, das ist auch möglich. Aber nicht empfehlenswert. So. Jetzt anhalten. Und weiterfahren. Ist ganz simpel. Ich muss vor den 10 Minuten muss ich halt schon Ding sein. Unten. Gibt es auch tolle Minispiele, wie das zum Beispiel. Wenn ich im LKW zusammenstoße, dann muss ich diese Kisten immer auf den Seitenrand stellen. Ganz simpel. Und diese Minispiele sind manchmal echt. So für zwischendurch ist das Spiel auch nicht schlecht, wenn man es dann zum Laufen kriegt, weil das konnte man damals nur auf DOS, per DOS starten. Natürlich, ich spiele es momentan gerade mit DOSBox, dem Programm. Aber ich hatte meine Schwierigkeiten beim Einstellen und alles. Und da habe ich mir noch extra was runtergeladen, falls Fragen bestehen. Es gibt ja die Kommentarfunktion, da könnt ihr gerne mal was fragen. Oder mir eine PN schicken.
So, jetzt sind die Stapel, die ganzen Kisten auf der Seite. Anstatt nach dem Fahrer zu gucken oder so, wir machen einfach die Kisten wegschieben und er fährt fröhlich weiter. So, ich fahre mal wieder ein bisschen schneller und naja, hier dürfte ich nicht schneller fahren, aber hier gibt es schon das nächste Minispiel, eine Art Puzzle. Ganz okay. Also ich habe das Spiel, das war einer meiner ersten Durchspiele, ich habe das Spiel damals sehr gern gespielt. Ich bin froh, dass ich es wieder gefunden habe, weil Disketten mit solchen Spielen kriegt man heutzutage so oder so nicht. Da bin ich froh, dass es das Internet gibt. Ich habe mir überlegt, ob es möglich wäre, eine Art Remake davon zu machen und bin auch gerade ein bisschen am Basteln, falls es jemanden interessiert. Okay, der muss nach oben. Da fehlt ja noch der Fuß. Ich würde gern gucken, weil wenn es möglich wäre, das Spiel so ein, also ein Remake rauszubringen, was auch rechtlich ganz in Ordnung hoffentlich ist, dann muss ich mich noch informieren. Dann würde ich halt auch noch einige kleine extra Sachen einbauen und mal die Grafik ein bisschen aktualisieren, weil es ist ja schon, das ist ja auch schon veraltet, das Spiel ist ja noch von 94. Die meisten meiner Zuschauer kennen das Spiel, denke ich kaum. Also jedenfalls die Jüngeren. Die Älteren werden das bestimmt kennen. Das Spiel war damals eher mehr auf Schulrechnern zu finden. Ist ja auch wichtig wegen den Schildern und so, kannte man auch was lernen eigentlich. Aber naja. Ob es den Spaß gemacht hat oder nicht, weiß ich nicht. Also ich finde es für zwischendurch ist es ganz okay. Jetzt bin ich doch zu schnell wieder gefahren, aber man kann die Minispiele nach Belieben abbrechen. So, jetzt muss ich hier. Was? Ich darf nur 10, maximal 10 fahren. Ha. Ja, okay. Ein bisschen langsam, aber naja. Ist ganz in Ordnung. So. Jetzt haben wir es gleich. Gleich haben wir es. Kommst du? Na, 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 na. Jetzt kann ich wieder rasen. New. Moment. Und jetzt muss ich runterfahren. So. Ein Schulbus. Da darf ich nicht so schnell dran vorbeifahren. Muss aber auch Abstand halten. Jetzt kann ich wieder rasen. Und jetzt muss ich da hochfahren. Oder halt nach rechts fahren. Theoretisch. Hier muss ich wieder maximal 30 fahren. Und schon kommt das nächste Minispiel. Mein Tank ist leer und ich muss zur Tankstelle. Aber nein, anstatt einfach an die Tankstelle daran zu gehen, einfach so ranzugehen, muss ich in eine Art Labyrinth, um an die Tankstelle ranzukommen. Ziemlich seltsam. Es gibt ja auch auf F1 gibt es eine Karte, wie man sehen kann. Aber ich brauche die nicht unbedingt. Ich kenne das schon. Ich kenne das Labyrinth schon auswendig. Oder? Ja, doch. Ist schon richtig so. Passt schon. Da. Die Tankstelle. Gefunden. So. 36 Sekunden. Ganz okay. Jetzt freut er sich. Hat die Tankstelle gefunden. Also ich. Oder der Spieler hier. So. Jetzt nur wieder maximal 30 fahren. Warten, bis das Schild wieder weg ist. Dass ich wieder ein bisschen schneller fahren kann. So. Und ja, jetzt kann ich schnell fahren, aber jetzt ist hier eine Ampel. Ich habe sie überfahren und schon das nächste Minispiel. Aber ich will euch alle Minispiele mal zeigen. Hier muss ich, bei dem Minispiel muss ich, wenn es rot wird, wenn die Ampel nur rot wird, auf die Leertaste drücken. Um zu gucken, wie schnell meine Reaktion ist beim Anhalten sozusagen. So, 24 Sekunden. Okay, ich denke ganz in Ordnung. Ach verdammt, das war jetzt falsch. 24 Millisekunden, wenn schon. So. Ja, komm. Ja. Und? Na, viel länger. Viel, viel länger.
Gleich haben wir's. Ja. Und. Ah, 24 war noch immer das Beste. Ah, komm. Oh, ich hätte schon fast was Falsches gedrückt. Ah, verdammt. Scheiße. Naja. Zeit beträgt zu langsam, schade. So. Anhalten und weiterfahren. Jetzt muss ich da hochfahren, also nach rechts fahren. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Strecke. Ich hoffe, ich kann es irgendwie schaffen. Weil es gibt noch ein Minispiel, das ich euch noch nicht gezeigt habe. Ja, Tetris, eine gute Kopie von Tetris als Minispiel, um die Batterie aufzuladen. So, ich mach's einfach mal so. Man kann die Spiele ja wie gesagt abbrechen und wenn ich dann keine Lust mehr habe, ich will's ja euch zeigen. Und vielleicht freut sich auch der eine oder andere Zuschauer, dass ich so ein schönes altbacken Spiel rausgeholt habe. Also, scheiße. Wenn ich das zu oft drehe, verliere ich da die Punkte. Heutzutage würde das kaum jemand so richtig spielen, aber also von der Grafik her. Deswegen bin ich auch froh, dass die das kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Der Link werde ich dann noch hier dann in der Videobeschreibung reinmachen. Falls jemand Interesse hat, das zu runterzuladen von den alten Leuten da, von den Leuten, die damit mit DOS und so auch Spiele gespielt haben. Weil ich glaube, für die Jugend von heute ist das nichts, aber mal gucken. So, jetzt habe ich mir das total verbaut. In Tetris war ich noch nie gut. Da kenne ich jemanden, der macht das liebend gern, aber ich, naja. Naja, ist nicht so mein Ding. Auch wenn Tetris ein schöner Klassiker ist. Das muss man sagen. Das ist halt so. Nein! Ah, verdammt. Naja. Ich brech's mal ab. So. Weiter geht's. Langsam. Okay, jetzt kann man schnell fahren. Und hier ist Überholungsverbot. Und natürlich ist da ein Traktor. Traktor. So, gleich ist Überholungsverbot vorbei. Und wir können überholen. Und immer von rechts überholen. Jetzt können wir rasen. Nio, 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 nim, 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 nim. So. Stopp. Hier ist schon der Parkplatz, wie am Anfang des Spiels erwähnt. Jetzt müssen wir einparken. Und schon haben wir es geschafft. In 6 Minuten und 17 Sekunden habe ich das Spiel fertig geschafft. Die Dick-Docs danken für das rege Interesse. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat und die gewerbliche Berufsgenossenschaft wünschen gute Fahrt. Ja. Ein ganz lustiges Spiel für ab und zu mal. Spiele ich gern mal wieder. Einfach so mal. In Zukunft kommen noch mehr solche ganz so alte Klassiker, wenn ich die Möglichkeit habe, sie aufzunehmen. Okay. Bis dann, euer Van Schwanen.